Es gibt wieder einiges zu tun. Und zwar, bevor das Fahrzeug nächste Woche zur Achsvermessung geht, erneuern wir auf der Fahrerseite jetzt noch den Spurstangenkopf, Lenkmanschette sowie das Axialgelenk, also die innere Spurstange. Stoßdämpfer machen wir auch gleich neu, der ist jetzt nicht für die Achsvermessung relevant, aber wenn wir schon dabei sind, gleich komplett. Auf der anderen Seite ist ja schon der neue Stoßdämpfer drin. Ja, Vorgehensweise, erstmal Radschrauben lösen, Fahrzeug aufbocken und Spurstangenkopf ausdrücken. Jetzt kümmern wir uns um die innere Spurstange. Die kann man auch schon ein bisschen prüfen gleich. Wenn man daran zieht, sollte man absolut kein Spiel bemerken, also ziehen und drücken. Und hier ist definitiv ein bisschen Spiel da. Deshalb wäre die jetzt mal eh austauschreif. Dafür müssen wir erstmal die komplette Manschette abnehmen. Dann müssen wir da hinten noch einen Kabelbinder lösen und die komplett rausziehen. Und dann können wir damit mit dem Axialgelenk-Werkzeug suchen wir uns hier den passenden Durchmesser dann raus. Mal gucken, ob es der ist oder der. Und dann können wir die hier lösen und damit auch die neue festdrehen. Ja, mal sehen. Bei der Manschette brauche ich mir jetzt nicht so viel Mühe geben. Ich ersetze sie ja gleich. Wenn man die natürlich nicht ersetzen will, dann sollte man da schon recht vorsichtig sein, damit die nicht reißt. Leider ist die Kamera gerade nicht aufgenommen. Schade, naja. Ich habe ein bisschen Schraubensicherung zur Sicherheit, also wirklich nur ein ganz bisschen drauf gemacht. Und hier mit dem Aufsatz ist der, kann ich mal zeigen, den 35, vom Durchmesser 35 bis 40 aufgesetzt. Der funktioniert gut und mit 70 Newtonmeter festgezogen. Das ist jetzt ist fest. Und man sieht hier, ist jetzt der neue, ne? Wie der gelenkig ist. Und der alte ist noch ein originaler.
Ja, das axiale Spiel hat er auch hinüber. Also der ist Schrott. Jetzt muss die Manschette erstmal wieder rauf. Und dann haben wir hier noch hier den Ring für die Manschette und die Kontermutter neu. Ja, dann haben wir es eigentlich. Looking up past
Mhm.